So, Moment. Hallo und herzlich willkommen zu unserem 100. Ausgepackt aus dem Hause Modellbau König. Willkommen dazu, ihr Lieben. Und zwar mit dem Bausatz Tacum 2106, das Sonder-Kfz 173, den Jagdpanther G1 Late Production. Wie ihr seht, haben wir keine Kosten oder Mühen gespart. Für euch hier ein buntes Feuerwerk an Emotionen und Freude darzustellen. Ne? Der Kameramann Thomas, hallo Thomas, tanzt im Hintergrund. Ich habe mich aufgerafft, ein Partyhütchen aufzusetzen. Ich hoffe, es ist einigermaßen kleidsam. Ja, enthalten sind insgesamt 27 Spritzlinge plus gedrehtes Kupferkabel plus Ätzteile und eine Montierhilfe für die Kette. Die kennt ihr ja schon aus anderen Bausätzen. Dann sind 52 Baustufen zu bewältigen. Es gibt 4 Bemal- und Diekel-Vorschläge und das Ganze kostet ungefähr 57,50 bei uns. Aber ich würde sagen, genug des Frusens, lasst uns mal einen Blick in den Karton werfen. Gut, ja, traditionell beginnen wir mit der Anleitung. Hier sehen wir nochmal eine Seitenansicht des Panzers, dazu etwas zur Geschichte, leider nur in Englisch, aber immerhin. So. Dann, wie bei Tacum üblich, haben wir hier die Sicherheitshinweise, die Farben, dann wie man die Nassschiebebilder bearbeitet. Hier haben wir die Teilübersicht. Daran könnt ihr schon mal sehen, dass das Ding eine Inneneinrichtung hat. Es sind nämlich verdammt viele Teile dabei. Ja, traditionell würde ich sagen, beginnt das hier mit der Wanne, dann die ganzen anderen dabei. Sind ja dem Jagdpanther, ist ja sehr ähnlich des Panthers. Ist dann natürlich dann im Aufbau ein bisschen anders. Das hier ist noch, sind noch alte Bekannte. Dann haben wir hier den Aufbau des Laufwerks. Auch das kennt man. Gegebenenfalls die Räder erst später festkleben, nach der Bemalung der Gummibandagen. So, dann kommen jetzt schon hier die ersten Komponenten des typischen Jagdpanthers. Bei dieser späten Variante, das ist ja eine G1. Es gab die G1, die G2. Ist zu beachten, dass dabei kein Zimmerritt vorgesehen ist, deswegen die ganz späte. Man könnte auch sagen, dass die späte G1 eine frühe G2 ist. Etwas verwirrend, aber wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, wird das Ganze recht klar. Hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf die wirklich unbeschlagbar gut zu bearbeiteten Ketten, die hier nämlich, wie ihr das sehen könnt, die Teile können hier wunderbar draufgeklickt werden, abgeknipst, festgeklebt, fertig. Das geht richtig schön. Dann das Ganze auf diese Montierhilfe hier montiert und schon ist das Ganze relativ fix aufgebaut. Ja, ob ihr den Motor baut oder nicht, sei euch überlassen. Das Ganze sieht man nämlich nicht mehr, wenn die Klappe zu ist. Man könnte es schön daneben stellen, weil der Motor ist richtig schön detailliert. Genauso wie hier die Kartuschen, Granaten, das ist alles richtig schön wiedergegeben. Kann man hier auch schön sehen. So, weiter geht's. Die Oberwanne. So, dann will ich euch nochmal zeigen, was macht eine späte G1 zu einer späten G1. Zum Beispiel hier haben wir nur einen Block beim Fahrer. Bei der frühen Variante waren es 2, dann wurde es verschweißt, dann zum Schluss ist nur noch einer geblieben. Zum Beispiel, dann hat er noch eine andere Kragenblende hier. Dann war das Kanonenrohr war auch etwas anders aufgeteilt. So, hier ist sogar eine Option mitgegeben, was man sich da aussuchen kann. Wenn ihr das genauer wissen wollt oder eine genaue Einheit im Sinn habt, wo der eingesetzt werden ist, studiert auf jeden Fall noch etwas Fachliteratur oder befragt das Internet, damit ihr nachher auf jeden Fall auf der richtigen Seite seid. Ja, der Panther geht jetzt hier langsam so dem Ende zu. Dann kommen wir schon mal zu den Bemalvorschlägen. Da sind auch, wird auch gezeigt, wo die einzelnen Nassschiebebilder anzubringen sind. Erfreulicherweise ist auch gleich mit dabei, wo das eingesetzt worden ist. Das finde ich immer sehr gut bei der Recherche. Dann haben wir hier nochmal eine Übersicht über die Farbangabe für innen. Auch recht hilfreich.
So, und damit schließt sich hier die Anleitung. Dann kommen wir schon zum Plastik. So, dann haben wir hier einmal den Panther-typischen Kragen. Sehr schön wiedergegeben, auch eine sehr schöne und raue Oberfläche. Gefällt richtig gut das Ganze. Da wird auf jeden Fall von dem einen oder anderen Zubehörhersteller abgeguckt. Dann haben wir hier noch zwei andere Kragen, was auf jeden Fall darauf hinweist, dass uns auch noch andere Versionen beschert werden. Die Teile hier, die haben wieder eine Tacom-typische hervorragende Detaillierung. Alleine hier die Kamera möge mal auf das Dach. Alleine hier schon, wo die einzelnen Schrauben, das ist zu erkennen. Dann hier die Verbindungsbolzen und so weiter und so fort. Das Ganze ist richtig, richtig gut wiedergegeben. Ein wahres Feuerwerk an Detaillierung. So, hier haben wir die Kanonenblende. Auch die ist in der typischen rauen Gussstruktur. Dann haben wir ein Plastikkanonenrohr aus einem Guss. Gefällt mir das Wort. Erfreulicherweise hier sogar hohl gegossen. Das ist richtig, richtig gut. Das gibt echt eine 1 mit Sternchen. So, dann haben wir hier weitere Anbauteile. Auch die wieder Jagdpanther-typisch. Hier haben wir die Halterung für die Munition. Sehr schön wiedergegeben, das Ganze gefällt mir sehr gut, das Vor- und das Rückteil davon. Dann auch hier die Jagdpanther-typischen Einbauteile, die jetzt nicht im normalen Panther-Bausatz verwendet worden sind. So, dann kommen wir hier wieder zu alten Bekannten oder jetzt zu alten Bekannten. Dieser Spritzing liegt zweimal dabei. Über die Laufrollen habe ich mir schon genug ausgelassen. Hat sich nichts geändert bei der Qualität. Weiterhin eins mit Sternchen. So, auch hier haben wir wieder alte Bekannte, und zwar die Sachen hier, die sind alle wieder mit dabei. Auch von früheren Panther-Bausätzen hervorragende Qualität, auch hier gibt es nichts zu mäkeln. Der Spritzhelm liegt zweimal dabei. So, dann haben wir hier Motoranbauteile, Innenausbau. Die Kraftübertragung ist hier Sicherungskästen. Schönes Beispiel hier bei diesem Sicherungskasten. Da kann man das richtig schön sehen, wo die kleinen Schrauben sind, die da reingehören, und damit man den Deckel dann aufschrauben könnte. Hervorragend wiedergegeben. Oder hier oben zum Beispiel diese kleine Verbindung hier, der kleine Schlauchanschluss. Das ist richtig, richtig gut wiedergegeben. In Spritzguss sehr schwer umzusetzen, das bricht sehr leicht ab. Auch hier die Detaillierung. Also man kann wirklich sagen, dass das die Firma Tacom sich zu einem absoluten würdigen Nachfolger der Firma Dragon gemausert hat, was die Detaillierung und so weiter angeht. Hier haben wir die Oberwanne. Auch die Oberwanne verfügt hier über sehr schöne Strukturen, hat die typische raue Struktur des deutschen homogenen gewalzten Stahls, der oberflächengehärtet ist, kann man richtig schön sehen. Das Ganze ist grad- und verzugsfrei, keine Fischhaut. Angüsse sind zwar hier drinnen vorhanden, aber dort wird ja, wie ihr vorhin gesehen habt, noch ein Teil gegengeklebt. Also kein Problem. So, erfreulicherweise auch hier, um dem Verzug vorzubeugen, sind hier nochmal Verstrebungen angebracht. Löblich, löblich das Ganze. Dann hier meine Montierhilfen. Bin ich ein riesengroßer Freund von, habe ich euch ja das ein oder andere Mal schon gesagt. Das Schöne ist, ihr könnt hier die Kette wirklich so draufbauen. Dann trocknen lassen, abnehmen, lackieren, bemalen, altern und dann auf das fertige Modell machen. Das ist auf jeden Fall richtig innovativ. So, dann haben wir hier nochmal alternative Antriebsräder. So, vor der Rückseite. Bitte dazu genau die Anleitung beachten, welches ihr denn benutzen müsst, weil auch das ist wieder spezifisch für frühe, späte Ausführung. Die hat Tacom mit reingelegt. So, hier haben wir so, oder ich sage erstmal so, ein wahrer Augenschmaus. Diese kleinen Teile hier, wo die Ersatzkettenglieder eingebracht werden sind, die sind durchbrochen, sind klein, fein, filigran. Also das ist richtig, richtig, richtig geil ist das. Also ja, da geht mir richtig eine ab. Und passend dazu werden hier in Kunststoff die passenden Schäkel-Einstubstangen, wie auch immer, dazu geliefert. So, sonst habe ich die immer auf Draht dazu gebogen. Hier werden die mitgeliefert. Einziges kleines Manko.
passt ein bisschen auf beim Austrennen, nicht, dass sie wegspringen, dass sie kaputt brechen oder abbrechen. Das ist aber auch wirklich das Einzige. Ja, dann haben wir hier die Schürzen. Gefällt mir nicht so gut, habe ich auch das letzte Mal oder bei den letzten schon gesagt, ist aus einem Stück. Aber auch da, wenn einem das nicht gefällt, gibt es Alternativen und zwar aus dem Zubehörmarkt Loch und Löcher. So, dann haben wir hier weitere Innenausbauteile, speziell für den Jagdpanda. Kann man auch sehr schön sehen, hier den Kampfraum, auch hier die Luken. Wir haben hier einen Riffelblechstruktur, ist richtig schön wiedergegeben, weitere Munitionshalterungen und so weiter und so fort. Schöne Anbauteile, auch hier wieder eine 1A-Qualität, auch das Schienenfernrohr hier, so auch die Kamera möge hier mal, die kleinen Gucklöcher hier und jetzt drehe ich das Ganze mal um, zack. Ist schön hohl gegossen, ist richtig schön gemacht. Die Detaillierung, da ist die Einstellschraube, um die auseinanderschrauben zu können. Also da gibt es wirklich und wahrlich nichts zu meckern. Ja, weitere Innenausbauteile. Hier haben wir die Unterwanne-Seite. Dann haben wir hier Seitenanbauteile, genauso wie hier. Dann nochmal ein Dach. Und hier das Dach möchte ich auch nochmal darauf hinweisen. Man kann sogar hier die oder wo die befestigt waren, die Kabel, das ist richtig schön wiedergegeben, das Ganze, richtig toll. Also das macht richtig Spaß und Laune, gleich loszulegen mit dem Bauen. So, dann kommt Schluss und letztendlich hier der Motor. Auch das ist ein bekannter Spritzling aus anderen Panther-Bausätzen, hat sich nichts geändert an der Qualität, gleichweg gut und passt sich dem anderen an. Dann haben wir hier jede Menge Luken, Haken, Ösen und so weiter. Etwas zur persönlichen Ausrüstung wurde auch gedacht, hier sind die Gasmasken, auch die haben eine sehr schöne Qualität. Es wurde gleich mit angegossen die Halterung und Ösen. Dann hier für die Nahkampfwaffe haben wir hier, die Öffnung ist auch da gegeben, der Lüfter. Auch da möge ich mal die Kamera bitten, hier einmal richtig drauf zu schwenken, richtig schön und filigran das Ganze wiedergegeben worden ist. Die müssen sich auf jeden Fall nicht bei dem Maß der Dinge, was 1:35, Zweiter Weltkrieg und Deutsch angeht, Dragon verstecken. Auch hier die Munitionshalterung für die MG-Gurtkästen, richtig gut, richtig schön gemacht, absolut top. So, dann haben wir hier noch etwas Zubehör und Werkzeug. Dieser Spritzling liegt ja bald allen Panther-Bausätzen bei. Auch hier wiederum gute, gleichbleibende Qualität. Für den Einsatz der Kupferkabel sind die hier hohlgegossen. Auch sehr vorbildlich, es wird gleich an alles gedacht. Dann haben wir hier die vier Spritzlinge, die man für die Ketten braucht. Da lasse ich mal zwei hier liegen. Dann erstmal hier Vorder- und Rückseite, kann man sehr schön erkennen, Plastikspritzguss, richtig schöne Details. Dann haben wir hier die Führungszähne, hier für die großen Segmentstücke, die passend dazu sind. Das gefällt richtig gut, ist euch auf jeden Fall auch sehr durchdacht und montagefreundlich. Drehen wir das Ganze um, weil das sehen wir zum Schluss. Auch hier kann man wieder die Greifer kann man sehr schön erkennen. Das Ganze ist ja, Panther-typisch wiedergegeben und entlockt mir doch wieder ein wahres. Genau. So, Mumpeln haben wir auch, sind hier. Auch die sind bekannt aus anderen Bausätzen schon. Hier jetzt für die 8.8 kann man sehr schön sehen. Wir sind wunderbar wiedergegeben. Da lässt eigentlich nichts zu mäkeln. Dann kommt jetzt etwas Metall. Da haben wir hier einen kleinen, aber feinen Ätzteilbogen. Ist das wiedergegeben, was man braucht. Das Ganze hat auch eine Struktur. Es ist also nicht nur plattgegossenes oder gespritztes, ach Quatsch, geätztes Metall, sondern hat hier eine schöne Oberflächenstruktur. Das Ganze ist richtig schön. Dann hier mein geliebtes Kupferkabel in zwei verschiedenen Stärken. Das brauchte man ja als Hilfe, um die großen Ketten aufzuziehen. Hier dann ein Abschleppseil, sollte für links und rechts reichen. Dann kommen wir jetzt zu den Nassschiebebildern, die jetzt hier sich ein bisschen zieren, so hinaus. Da haben wir einmal hier, das ist für die Munition, die Kennzeichnung, hier oben auch, das war dann auf dem Granatkopf drauf. Dann haben wir hier für das Armaturenbrett, für den Fahrer, Schaltplan haben wir hier einige Wartungshinweise.
Auch das ist wieder sehr schön recherchiert, sehr schön gemacht, sauber gedruckt. Und hier der kleine, aber feine Bogen mit den Nachschiebebildern für die Einheiten und die Hoheitszeichen. Ja, was ich als kleines Projekt aus unserem Hause Müllerburg-König so langsam erhoben hat, hat ja mittlerweile große Früchte getragen. Wir gehen ganz steif auf die 2000 Abonnenten zu. Wir haben viele Klicks, wir haben viele Likes, einige Dislikes, muss auch sein. Dann freuen wir uns immer über Kommentare. Und bevor ich mal das Abschlusswort sage, dieser Bausatz ist absolut zu empfehlen, für den Preis absolut gerechtfertigt, dafür Daumen hoch. Ne? Und dann freuen wir uns auf die weiteren 100 Bausatzvorstellungen mit euch. Vielen Dank dafür, dass ihr uns die Treue gehalten habt, 100 lange Videos lang, mal abgesehen von den ganzen Specials und Auslagerungen, die wir jetzt so bis jetzt haben. Wir freuen uns dann natürlich dann auf die nächsten mit 100 Videos mit euch und bis dahin bleibt uns gewogen. Macht's gut, bis dahin.